Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 17. Tja, beim letzten Mal haben wir ja den Ritter so ein bisschen überlistet. Ich dachte erst, der beherbergt den Schlüssel, aber nein, dem war nicht so. Sondern er war schlicht und ergreifend an einer Leiche versteckt. Also der befand sich zumindest in dem Raum. Jetzt ist da noch so ein Ritter. Mal sehen, ob der auch so ein gar liebliches Lächeln hat. Oh, Moment. Ich möchte erstmal, bevor ich mich dem widme, an einen Ort der Gnade kommen. Ich hoffe mal, hier oben ist einer. Hier werden ja noch mehr von den Typen sein, ne? Ich glaube. Die werden es bei dem einen nicht belassen haben. Kontrollpunkt voraus. Sicher? Könnte sein. Komische Vögel wieder. Oh je, hier ist ein Vogel, oder? Was ist das? Wo ist der? Die klingen auch gar niedlich, aber sind es nicht. Definitiv nicht, ne? Irgendwo scheint der hier zu sein. Die kleine Mistbacke. Ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Vielleicht ist da der Kontrollpunkt. Ja! Oh, Gott sei Dank. Dass hier ein Gegner lauert? Nö. Oh, das war meine Hoffnung. Sehr gut. Ja, das war ein guter Tipp. Okay, den müssen wir sofort mal liken hier. Na. Gute Nachricht. Gut. Applaudieren, genau. Ups. Was macht er denn da? Kniebeugen oder was? Ah, da können wir auch rausgehen. Ort der Gnade. Haben wir schon alle aufgeladen? Oder? Das war's so teuer. Nacht haben wir halt jetzt. Zeit vertreiben. Ja, bis zum Morgen am besten. Weil wir wissen, was hier sonst noch so für Kreaturen hier Unwesen treiben. Wenn wir hier uns des Nächtens um die Mauern schleichen. Muss ja nicht sein. Kann ich nochmal aufsteigen? Einmal kann ich. Ja, mir fehlt es im Grunde genommen nur an Lebensenergie. Kondition. Erhöht das auch die Linie? Ah, die Widerstände auf jeden Fall auch. Geschick erhöht aber auch die Widerstände. Macht mehr Schaden. Nicht viel mehr, nein, aber. Mache ich denn jetzt so viele R2, R3? Hä? Hat er jetzt automatisch diese Wurfmesser ausgewählt oder was? Wahrscheinlich. Das macht nochmal einen größeren Sprung. Nein, nochmal Lebensenergie kommen. Ich hab zu wenig. Das ist ja eigentlich mein größtes Problem. Der Schaden ist gar nicht mal so das Problem. Und erst recht nicht, wenn ich dann endlich mal meine Waffe hochrüsten kann, ne? Ja, aber da mangelt es halt noch an diesen Steinchen. Oh ja, ich hab mich doch schon gehört, der niedlichen kleinen Vögelchen, ne? Ah, hier, was ist, wo geht's denn hier hin eigentlich? Ach, da geht's weiter. Oh, was ist denn da los? Eine Patrouille oder was? Nö, eine Zweierpatrouille. Und eine Kirche! Ja, ob wir da rein können? Ich weiß es nicht. Boah, jetzt sehen wir erstmal, was hier alles los ist. Das ist ja Wahnsinn, cool. Und da steht doch der Baum. Er ist in unmittelbarer Nähe der Festung, würde ich mal sagen. Wir sind richtig nah dran. Zwei von den Biestern. Ja, hier geht's weiter. Jetzt der offizielle Weg. Untersuchen. Ja, machen wir das mal. Der Beobachtungsreserve ist jetzt aktiv. Super. Okay, das hätten wir geschafft. Ich habe immer noch diesen komischen Debug. Was dafür auch immer der Auslöser sein mag. Ist das von hier aus bewegt sich denn nicht? Ja, dann müssen wir noch höher, oder wie? Also geht's noch mal höher. Ja, hier geht's höher. Oh, gehen wir erstmal ganz nach oben. Ist da mal näher umzuschauen. Ah, da ist ja ein. Das ist normaler. Oh, hier ist auch ein normaler. Nein, mehr oder weniger. Oh. Guard Break. Yes.
Komm ich da rüber? Ich von hier aus springen? Nee. Das wird wohl nicht gehen. Hä? Wie kommt man an den Gegner ran? Also man wird da noch ran können, aber wie? Bing. Haha. Hier. Preiset rechts. Na, ich schleich mal sie jetzt selber. Schießscharten. Vom Preiset rechts. Ist mir einmal rumgeschlichen? Kann er hier oben? Nee, von hier aus kann ich da nicht rein. Von oben wahrscheinlich, ja. Ja. Naja. Keine Ahnung, vielleicht kann man sich da irgendwo fallen lassen. Na gut, gehen wir mal weiter. Ja, mach mich nicht nervös, Junge. Da hockt einer. Hier auch. Guckt er in meine Richtung, ja, oder? Ah, schön im Dunkeln hier, ey. In der Nacht hätte ich die erst recht nicht gesehen, ne? Ah, ey. Der hockt da. Der hat sie zum Glück nicht mitbekommen. Da hockt einer, wie gesagt. Blöder. Was hat denn der dabei? Ja, eine schöne Rune, immerhin. Oh, wie viele sind da noch? Da sind zwei, da ist einer vom ersten Blick. Oh, da kam gerade einer hochgesprungen. Kann man da runterhüpfen? Naja, irgendwas Besonderes wird das schon sein. Ah, hier ist eher die Gefahr, dass man nicht alle sehen kann auf den ersten Blick, ne? Sie doch relativ gut versteckt sind, die Jungs. Ah, die sind kampfesmüde, ich sehe schon. Dank der Säcke kommt man hier echt gut hoch. Tricky. Mein Bolzen bekommen. Ne? Gut, ja, sowas könnte ich verkaufen. Ne? Diese komischen Bolzen. Oh, das klappt doch. Aber wie gesagt, an der Ausdauer liegt es eigentlich nicht. Klar, man kann nie genug Ausdauer haben. Keine Frage. Nie genug Stamina. Hä? Sollten der Quatsch hier? Ah, okay. Könnt da rauf und dann da. Ah, darüber. Ah, da müssen wir sowieso lang. Ja. Ah, ich wollte es ja nochmal mit dem Ritter da aufnehmen, wa? Hier ging es nicht weiter, richtig? Ja. Okay. Mal sehen, was der auch. Ob der auch so eine Wirbelattacke drauf hat. Weil der hat ja eine andere Waffe jetzt, ne? Der hat ja kein Schwert. Der hat einen Speer. Also den kann man bestimmt auch überlisten. Ja, man kann hier hoch, auf jeden Fall. Man verrat uns nicht. Ah ja, hier ist ja noch nichts. Das ist da unten. Ui. Können wir ihn zumindest einen Backstep verpassen. Die aushalten. Ach.
kann auch so eine Wirbelattacke. Jo! Oh! Oh, ich lebe. Cool, jetzt bin ich auf die andere Seite gekommen. Da wollte ich ja sowieso hin. Oh, danke. Na, das soll ja auch mal klappen, wa? Mensch. Oh ja, wie war's denn? Kommen wir da rauf. Oh, ist so komisch, ohne den Mund zu öffnen. Ich weiß nicht, ob man das schafft. Keine Ahnung. So, ob man sich hier auch teleportieren kann innerhalb der Festung, das muss ich natürlich auch nicht. Ich glaube nicht, ne? In Dungeons kann man sich, glaube ich, nicht. Doch. Kann man wohl. Knappe Kisten. Adernblöcke. Aua! Schweinebacken, ey. Das kann ich die Karte nicht aufrufen, ja. Was mag ich nur? Erstmal heilen. Nein! Na, das war's. Scheiße. Fällt direkt hinterher. Gut, das war jetzt, ja. Aber zumindest haben wir dieses komische Blatt da eingesammelt. Wofür das auch immer gut sein mag, mal sehen. Kann man ja vielleicht noch herausfinden. Ja, das war natürlich mit den Runen. Na egal. Ist es nicht so wichtig. Aber den da, den möchte ich noch platt machen. Wir sind ja zum Glück aufgestiegen vorher, ne? Doch. Also ganz so unaufmerksam sind sie dann doch nicht. Ich meine, sie bemerken eigentlich so schnell, wenn man hier duckt ist, ne? Aber sie bemerken einen schon, wenn sie direkt in Front stehen. Ja, man kann auch geduckt rennen, das ist das Geile hier. Konnte man das bei Sekiro auch eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ah, das ist hier echt komfortabel. Boah, ey, man ist sofort gelähmt. Nein. Der ist so ein enger Sims. Hier ist mehr Platz. Guck mal hier, Junge, hier immer mehr Platz zum Kämpfen. Ne, wieder zurück oder wie? Hä? Ah ne, da ist er. Guck, guck. Guck mal hier, mach hier mal deinen Wirbel. Ey, ohne seinen Wirbel ist er nix. Das ist das Schlimmste eigentlich. Nein, jetzt kommt einer von hinten. Ja, komm wieder hoch. Warum schleicht er denn? Wenn ich reingedrückt habe, wieder aus Versehen. Au! Boah! Was ist denn das? Der kann jetzt sogar auf der Treppe. Ah, hier kann man auch mal reinfallen. Das ist alles so gefährlich. Schnell! Och nö, das ist ja jetzt ein Quatsch. Das nehme ich dem Spiel nicht ab. Dass der mich jetzt neu gekillt hat, der hat doch keine. Und da kam noch der andere Typ hinterher, wunderbar. Ja, da sollte ich auch nicht kämpfen mit dem. Ist ja doof. Will ich einfach nach oben locken, ne? Hier ist ja eh noch Platz. Oh, das ist ja ärgerlich. Unfair vor allen Dingen, ne? Da ist auch noch was zum Looten, Mensch. Ich bin auch gar nicht gern. Ach, was mache ich denn? Genau, spring ihm noch direkt in die Arme. Ach ja. War ja genau richtig. Perfekt. Nicht. Hm.
Na, zögert noch kurz. Aber wird uns jetzt noch nicht folgen, oder? Kann man hier was ziehen? Ne, kann man auch noch nicht. Kommen wir hier überhaupt drüber? Ja. Darf noch nicht. Huch. Da sind überall Löcher drin. Das ist ein maroden Zustand hier alles. Oh, was haben wir denn da? Feuerfett mit Kordel. Ist das ein Wurfgeschoss? Wahrscheinlich. Quatsch. Feuerfett mit Kordel. Da unten. Ah, okay, hier sind diese ganzen Dinger. Waffenüberzug, ja, das ist so ähnlich wie Feuerpapier oder so ein Mist, ne? Verursacht Gift. Hm, die sind ganz gut. Verursacht Feuerschaden. Ja. Ist vielleicht für Gegner, die dafür anfällig sind, ganz praktisch. Hm. Nehmen wir gerne mit. Na, sag jetzt nichts gegen. Hüp. Oh, hüp. Hätte gern langsam mal wieder eine Verstärkung. Nee, nee. Bin schon weg. Bin schon gar nicht mehr da. Ja, genau. Das ist dein Weg fort, Junge. Jetzt siehst du uns sogar nicht mehr. Wir sind für dich jetzt quasi unsichtbar. Sag ich doch. Ah, mal einen Schluck nehmen von meinem Tee. Oh, ich häng wieder mal im Gebüsch. Mal sehen. Hängen mal nach oben locken diesmal, das ist glaube ich besser. Jetzt lach ich mal. Ja, zuletzt lachen. Naja, mach wieder deinen Wirbel. Das kommt doch bestimmt hoch, oder? Ja, immerhin, der schafft's. Naja, so ganz motiviert ist er noch nicht. Na komm, Junge. Bisschen mehr Motivation. Hm. Ja, dieser Wirbel ist halt scheiße. Boah, der kann ja noch mehr Tricks hier. Ja. Oh, ah, der kann auch nach oben reißen. Verstehe. Ah, ja gut, das kannst du also auch. Erst in den Boden stechen und dann nach oben reißen. Ah, ganz toll. Fantastisch. Yeah, die haben Tricks auf Lager hier. Die Jungs. Ja, war eh nicht so. Egal. Ah, ich lasse das mal jetzt zurücklatschen und dann. Kann man den nicht auch da runterschmeißen irgendwie? Man kann, glaube ich, nicht steuern, das Backstabben. Warum glimmt der so komisch? Keine Ahnung. Komisch leuchten um die Augen oder so. Ja. Nanu, was hat das zu bedeuten? Hat er einen besonderen Gegenstand bei sich oder so? Oder ist lootbar? Heißt das das? Ja, könnte sein, ne? Aber eigentlich, man kann sie gut testen. Müsste ja auch im Kampf gehen, ne? Aber die haben ja einen relativ breiten Rücken, den kann man quasi nicht verfehlen. Jetzt macht er da einen Sturm. Hier bin ich, Junge. Oh, es geht wieder in den Normalzustand über. Oder? Oder auch nicht? Ne, der sucht uns jetzt gleich. Oh, ist das sauer. Jetzt macht er, demoliert er direkt die Einrichtung. Kuckuck. Und eigentlich Backstab machen. So war mein Plan. Aber hat nicht so geklappt. Hat nicht sollen sein. Oh. Was hat er noch alles drauf? Der fährt, der spult jetzt so langsam sein ganzes Repertoire ab, ja? Also. Krasse Nummer, ey. Eieieiei. Jetzt legt er erstmal richtig los.
Übel, übel, übel. Da dreht er sich, glaube ich, gleich um, oder? Hätten wir das noch geschafft? Ja, hätte ich geschafft. Schnell weg. Ist das ein Lump? Das ist mein Plan. Erstmal Backstep und danach noch eine Attacke landen und dann schnell hoch. Ich hoffe mal, du hast das jetzt nicht gehört. Was ich vorhab hier. Ein Geheimplan. Oh, jetzt warten wir kurz. Ja, Plan. Läuft dezent schief gerade. Oh. Aber gut. Hat ihn ein bisschen Lebensenergie gekostet. Kommt der hier rein? Ja, da kommt es hier rein, ne? Hullala, ja, der kommt rein. Das ist langsam lächerlich. Ja, das muss man immer abwarten und dann. Naja. Gewusst. Oh, geil, die droppen schöne Rüstungsteile. Ich sehe schon. Nicht schlecht. Wie viel bringen denn die? 400. Oh, die bringen für diese Verhältnisse relativ viel. Das lohnt sich. Das Vögelchen. Okay. Ja, das trotzdem kurz mal rasten. Boah. Wenn die leichter wären, könnte man die, könnte Spaß machen, die zu farmen. Nicht Zeit vertreiben, verlassen wieder. Wo mussten wir jetzt lang? Hier oder da? Ja, wir mussten hier lang. Ach du Scheiße, die komischen Vögel hier. Ach nee, ich wollte erstmal hier runter, ne? Hier war ja so ein Geheimgang. Quatsch, Geheimgang. Hä, wo waren das jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das war da, genau, da drüben. Aber da ist ja eine Stadt drauf, auf dieser Gaube da oder was. Nö, da ist ja gar nichts. Das lohnt sich denn nicht. Aber da ist einer hingekommen, ja gut. Aber hat das ihm was gebracht? Ich glaube nicht. Er hat es überlebt immerhin. Ja, noch mehr Vögelchen. Aber am schlimmsten sind ja die. Wie friedlich sie da sitzen. Nee. Ach je. Okay. Schlimm genug. Au! Oh, das war fies. Böses Vögelchen. Nicht nett. Nochmal hochsaufe, ja. Das ist ja fies. Die schleudern die Fässer auf einen. Diese Mistviecher, ey. Mist. Ah, da ist noch einer. Nee, zwei von denen, nee. Nee, 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 nee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Gegen zwei von denen zu kämpfen. Scheiße. Schweinebacken, ey. Bin echt drauf reingefallen. Dass da zwei waren, hab ich nicht gesehen. Wo ist denn der nächste hier? Was ist er denn? Ach, der fliegt wieder zurück. Können die auch neue Fässer greifen, oder? Haben die nur den Trick einmal auf Lager? Boah. Aua! Oh, die können ja auch mit Schnabel, mit dem Schnabel hacken. Und ich kann nur noch... Ach, nicht doch, ey. Drei von den Mistviechern, ne? Oh, ist das fies, Junge. Da schleudern die Fässer auf ein. Jetzt sind das neuerdings Explosivfässer. Schweinebacken, ey. Komm ich jetzt an meine Runen? Eingesammelt, ja. Mann, steh auf. Ah, lass ihn mal rennen hier. Komm her hier. Mistvieh, ey. Ey, die sind echt hartnäckig.
Oh, ich komm, voran, ey. Weil das so krass ist. Wo ist denn der Zweite eigentlich? An der Bande. Ah, der kommt da einfach über der Mauer geflogen, ja? Ich hab schon gesehen. Das ist ja fies, ey. Okay. Warte mal, bis der Inneren kommt. Also ich hoffe mal, es kommt noch Inneren. Das ist der Zweite. Ah, die kommen beide, ne. Ne, zwei von... Oh, von euch will ich nicht bekämpfen. Oh, ja. Leiche plündern. Gott, von denen kriegt man echt nur ein paar kleine Federchen. Ist doch wohl ein Witz. Kriegt doch von den Adlern da draußen, oh, die man so leicht erbeuten kann. Ah. Oh, die halten schon nicht mehr so viel aus. Ich mach schon mehr Schaden. Dabei habe ich jetzt erstmal in Lebensenergie investiert gehabt. Apropos, sollte ich mal wieder tun, ne? Das ist ein Halbmond da verwenden, diesen Splitter. Puh, die sind echt hardcore. Kann ja jederzeit zum Vieh jetzt über der Brüstung kommen hier. Über die Fässer vorher platt rollen. Hat nur so wenig Runen haben sie mir gebracht. Was soll denn hier sein? Springen voraus. Ich glaub nicht. Ja, nicht, oder? Moment. Könnte man, ja. Könnte man. Aber ob man es sollte, weiß ich nicht. Sollte man es? Wo kommt man denn da hin? Klippe voraus, da er springen versucht. Er hat es versucht. Nicht versuchen. Man könnte es überleben, ja. Darauf könnte man landen, denke ich. Liegt den Fallschaden. Also falls ich den richtig einschätze, den Fallschaden. Ich glaube, da kommst du sowieso hin, oder? Ja, sieht so aus. Ist von außen. Nee, ich bleib erstmal noch hier oben. Oh je. Oh, ich höre ihn schon wieder. Hören sie so friedlich an, diese kleine Vögelchen. Oh, ja, piep. Huh? Von Weg jetzt. So Krach machen wir. Gottes Willen, ey. Was steht da? Falle oder sowas? Vogel voraus, na, ich dachte es mir doch. Jo! Na, der wirft aber kein Fass. Ich hätte jetzt gedacht, der wirft da so ein Fass. Wie weit können die? Ach ja. Puh. Okay, das war ein guter Tipp. Wird auch bewertet. Wo war der? Hier? So, applaudieren. Noch mehr Schmiedesteine. Oh, die großen? Ich brauche diese kleinen. Warum sind hier nur die großen denn noch? Keine Ahnung. Ah. Was war das hier? Irgendeine Pflanze zum Looten? Nee, ach so. Blutspuren. Uiuiui, Leute. Hammerhart hier. Deswegen komme ich hier kaum voran. Oh, der Untergrund hört sich hier auch anders an, ne? Das ist geil. Na toll, was soll ich denn hier machen? Soll ich hier weiter runtergehen oder wie? Oh, hier ist eine Kerch. Ach nee, ich komme hier rein. Oh nee. Nicht, dass da wieder ein Vogel ist. Hör ich einen Vogel? Mal die Glocke läuten. Ah, ich hasse diesen dunklen Ort. Ah, hier geht's weiter. Hübsch. Ist hier ein Fahrstuhl, ein Shortcut oder so? Ich meine, From Software ist doch dafür berühmt. Aber ich sehe keinen Fahrstuhl. Aha. Ist die Glocke der Fahrstuhl? Da können wir auf jeden Fall jetzt da mal nach oben. Ist hier eine Leiter? Nee, ne? Nee. Außen irgendwo? Habe ich die wieder übersehen? Ich habe das Gefühl, man kann die Glocke jetzt zum Runterfallen bewegen. Aber wie? Ist die Frage, wie? Hm, scheiße, ey. Wie soll man da hochkommen?
Also viel höher geht's oder nicht? Hä? Ich kann doch noch nicht fliegen, also noch nicht. Vielleicht lernen wir das ja noch. Was ist ein dickes Seil? Vielleicht irgendwas draufschleudern oder so, draufschießen? Hm. Ich glaube, diese Wurfmesser, die schmeißt du noch nach vorne, ne? Also in einer geraden Linie. Oh, die endet da, ne? Nö, die geht bis nach unten. Die Leiter. Ah, da ist auch noch was. Hier oben? Ne, hier geht's nicht. Oh, ist ein gefährlicher und ein weniger gefährlicher. Das sind nur zwei. Das ist ja das Gute. Na, man muss immer positiv denken. Oh je. Wurfmesser. Oh ja, dann, nee, da möchte ich ungern rauf. Das sieht so verlockend aus. Kann ich das kaputt machen? Das sieht geil aus. Oh ja, hier geht's rein. Ich wollte schon sagen, es sieht nach Innenräumen aus. Schön gemacht, schöne Transparenztextur. Aber mehr ist hier nicht, ne? Oh ne. Was sind das für Mauern? Wer kann sowas bauen? Wie weit geht's da runter? Aber da. Ach, da kommt man auch noch hin. Boah, was ist das für eine Riesenfestung, ey? Krank, krank. Ich hab Angst. Hm. Oh. Wer bist du denn? Ah, nice to meet you. Jo, kann ich zurückgeben. Das sieht alle ein bisschen kurios aus. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something. Du hast mir schon geholfen. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ja, genau. Das kann ich nicht sagen. Sind wir ehrlich? Ja, der hat uns ja schon geholfen, also insofern. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then. I take it. The guidance of grace. Well. Ja. Enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. Oh, der ist auch befleckt. Unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Das ist gut. Talent lernen. Tatsache. Also teuer, euer Quatsch hier. So, wenn du mit kleinen, mittelgroßen, schweren Hämmern, Äxten, Sprengwaffen und Stäben, außer mit Speeren. Wirbelnde Waffe. Ja, das ist ja das quasi diese Fähigkeiten, was die können, ne? Diese Ritter, oder? Diese zwei, die ich bisher getroffen habe von der Sorte. So, wenn du mit Schwertern, außer mit gigantischen Waffen. Ja, also das kann ich mit dem Schwert verwenden. Aber ich habe noch zu wenig. Ich komme hoffentlich nochmal hierher. Das ist nämlich nicht schlecht. Reden, ne? Keen to learn another battle art, are we? Nope. Ich hoffe mal, hier ist ein Punkt. Also wieder ein Ort der Gnade, sodass wir uns jederzeit hierher teleportieren können. Falls wir das doch lernen wollen, ne? Es sieht nicht so aus. Och, das ist ja schade. Oder hier draußen wenigstens? Ist ja ein bisschen umständlich, ne? Also. Person voraus, schlanke Person. Ey, ihr seid lustig. Oh, da laufen die. Oh, kein Ort der Gnade, leider. Machen die irgendwas? Oder hängen die hier nur rum? Na hier. Bringt mir ja immerhin Runen.
Jo, damit ich das Zeug da bezahlen kann, was der da hat. Ich würde ja am liebsten den Großen zuerst kalt machen, aber der läuft leider vorne weg. Ups. Das ist wieder so einer, ach du Scheiße. So ein Ritter. Nö, nö, lass mal gut sein, Junge. Ey, hau da nicht alles kaputt. Und wo kommt er jetzt? Ich mag diese Wirbelattacke nicht, aber die kann ich jetzt auch bald lernen. Haha. Da ist ja leider nichts. Kann ich hier überhaupt zuhauen? Ah, hier kann man auch nicht zuhauen. Aber der darf da rein. Oder wie? Was ist das für ein Scheiß? Oh, nee, das ist ja jetzt unfair. Ich kann mich hier nicht wehren und der Typ darf hier rein. Den ist aber auch nichts heilig. Ach du Scheiße. Oder wäre ich jetzt da? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch direkt da wiederbelebt. Nee, natürlich nicht. Wie auch? Das sind ja die ganzen Viecher wieder. Och nee. Och nee. Och nö, ne? Ich renne einfach schnell durch. Also ich versuch's. Boah, ja wie gesagt, ich versuch's. Ah! Irgendwas ist draufgegangen. Na, da, 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 da. Gut, das wäre auch ganz fatal, wenn da die Glocke runterfallen würde, ne? Ah! Ah! Ah, lass mich! Lass mich! Oh, ich hoffe mal, die finden hier nicht rein. Ist das unfair? Ich hab die nicht mitgebracht. Nein, keine Sorge. Der nächste gestorben, das ist gut. Solange sie so sozialverträglich ableben, alles in Ordnung. So, wo haben wir jetzt die Runen? Ach, die müssten ja da sein. Ja, da sind sie. Ich sehe sie. Bin so nah dran. Hilf mir doch mal, du kannst doch zaubern, hast du gesagt. Der kommt nicht hier überall rein. Ha, verarscht. Ich glaube, klettern kann er nicht. Aber da oben sind die Vögel. Ein Teufelskreis. Also man kommt relativ schnell wieder hierher, ja. Ich höre, hier sind Vogel wieder. Die können doch klettern! Vielleicht kann ich den ja. Nein! Ich lebe noch. Ist ja krass, dass sie auch klettern können. Boah, ich wollte eigentlich Backstep machen. Jaul! Ah, ich bin falsch! Glaube ich. Oh ja. Okay, Leute. Eieiei, der hat eine krasse Aufmerksamkeitsspanne, wa? Oder Aggro-Spanne, wie soll man das nennen? Gut. Also, an der Stelle werde ich mal die Folge beenden, sonst wird die noch viel zu lang. Ich glaube, die ist schon viel zu lang. Also dann bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Schack. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, bis dahin lasst ein Like, genau, na, bis dann.